Die industrielle Massenproduktion führt dazu, dass Granaten sicher zu handhaben sind. Darüber hinaus ermöglicht der technische Fortschritt, spezielle Angriffs- und Verteidigungsgranaten herzustellen. Eine Verteidigungsgranate zersplittert bei ihrer Detonation über einem großen Areal. Dank des Sicherheitszünders kann sich der Werfer vor der Explosion in Deckung bringen. Bei einer Verteidigungsgranate schützt einen ein Bunker oder ein Graben. Wenn die Granate in viele Teile zersplittert, wird man also nicht selbst verletzt oder getötet. Angriffsgranaten werden bei einem Sturm in offenem Gelände eingesetzt. Gegner sollen allein durch die große Explosionswirkung ausgeschaltet werden. Durch den Zeitzündermechanismus weiß der Angreifer genau, wann die Granate detoniert. Offensive Granaten haben keine große Splitterwirkung, sondern sind stattdessen mit jeder Menge Sprengstoff gefüllt. Der Feind geht quasi durch die Druckwelle K.O. Außerdem gibt es keine Splitter, die einen selbst entgegen der eigenen Laufrichtung erwischen und verletzen können. Alle kriegsführenden Nationen produzieren ihre eigenen Handgranaten. Jedoch nur zwei Modelle setzen sich durch. Die defensive britische Mills Bomb und die offensive deutsche Stielhandgranate kommen auch im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz. Die Mills Bomb geht auf den britischen Golfschlägerfabrikanten Sir William Mills zurück. Der hohle Eisenguss beherbergt einen neuartigen Zündmechanismus. Ein Stift hält einen gefederten Bügel in Position. Solange der Bügel gedrückt bleibt, ist die Granate gesichert. Wird der Stift gezogen und die Granate geworfen, löst der nun freigesetzte Bügel den Zeitzünder aus. Sicher und einfach zu bedienen, wird die Mills Bomb zum Vorbild unzähliger anderer Eierhandgranaten. Die deutsche Stielhandgranate wird bereits 1915 erstmals im Gefecht eingesetzt. Das Unterteil wurde abgeschraubt und dieser kleine Porzellanball fiel heraus. An dem wurde dann gezogen, was den Pulverzug entzündete. Danach wurde sie geworfen. Das ist deswegen eine Angriffshandgranate, weil ihre Wände sehr dünn konstruiert waren. Die Wandung zerfiel bei der Explosion praktisch zu Staub. Ohne Splitterwirkung ist die Granate für den Angreifer keine große Gefahr. Anders als die Mills Bomb, deren Splitter tödlich wirken, tötet die Stielhandgranate ihre Gegner durch die Druckwelle der Explosivladung. Die Explosion kann töten, denn dadurch werden innere Organe zerrissen. Die Stielhandgranate erzeugt kaum Splitter, was sie sehr viel sicherer macht als eine Verteidigungshandgranate. Deutsche Soldaten setzen die Stielhandgranate auch im Zweiten Weltkrieg ein. Dabei zeigt sich der zweite Vorteil dieser Waffe, ihre Reichweite. Hier haben wir zwei Granaten, die Mills Bombs der British Army und die deutsche Stielhandgranate. Wir werden jetzt testen, wie weit man die beiden werfen kann und herausfinden, welche weiterfliegt. Dann werfen wir jetzt. Das sind vielleicht 15 Meter. Jetzt die Stielhandgranate. 30 bis 35 Meter, mehr als doppelt so weit wie die Mills-Bomb. Noch heute gehören Handgranaten zur Standardausrüstung. Granaten werden besonders im Nahkampf eingesetzt. Um ein Gebäude zu räumen, werden große Mengen von Blendgranaten, Handgranaten oder Splittergranaten benutzt. Hauptsache, es erwischt den anderen. Granaten sind sehr wichtig. Heute werden Granaten vornehmlich dazu benutzt, feindliche Stellungen auszuheben. Die Explosionswirkung von Granaten ist oft verheerend. Der Explosionsradius einer modernen Handgranate beträgt ungefähr 10 Meter. Stellt man sich einen 10-Meter-Kreis vor, tötet die Granate die Hälfte aller Personen innerhalb dieses Radius. Zum Zentrum hin nimmt die tödliche Wirkung entsprechend zu. Lande das Ding direkt bei dir, bist du erledigt. Für Fußsoldaten können Granaten nie genug Reichweite haben. Bereits 1907 vergrößert der Engländer Martin Hale die Einsatzdistanz, indem er die Gewehrgranate entwickelt. Sie wird im Ersten Weltkrieg verwendet.
Im Grunde montierten sie an eine normale Granate einen langen Metallschaft. Der wurde samt einer Platzpatrone in den Lauf gesteckt und abgefeuert. Die Idee war, die Granate mit Hilfe eines Mündungsaufsatzes auf dem Gewehrlauf zu verschießen. Eine Platzpatrone diente als Treibladung und beförderte die Granate bis zu 400 Meter weit. Gepanzerte Ziele kann ein Infanterist jedoch mit Hand- oder Gewehrgranaten nicht ausschalten, bis der erste tragbare Granatwerfer erfunden wird. Er verbindet große Reichweite und tödliche Feuerkraft. Die nie enden wollende Suche nach immer größerer Zerstörungskraft fördert mit dem M79 den ersten reinen Granatwerfer zutage. Ich halte hier den M79 Granatwerfer in den Händen. Er tauchte während des Vietnamkriegs auf und verschießt eine Granate mehr als 300 Meter weit. Er lässt sich wie ein Gewehr öffnen, hat einen Schuss. So wird er gesichert. Und bloop. Er wurde Blooper genannt, weil er genau so ein Geräusch erzeugt. Im Gegensatz zur Gewehrgranate wird der Blooper mit einer Patrone geladen, die ein großes 40 mm Projektil enthält. Granate und Treibladung sind erstmals kombiniert. Damit ließen sich Explosivgranaten, Rauch und andere Ladungen abschießen. Für den Soldaten, der den M79 trug, stellte sich jedoch ein Problem. Der Blooper war, neben einer 45er, seine einzige Einsatzwaffe. Gewehr und Pistole wären die beste Bewaffnung für die Selbstverteidigung. Daher soll eine Kombiwaffe Gewehr und Granatwerfer vereinen. Es wurde folgende Frage gestellt: Was, wenn wir beide kombinieren würden? Also wurde während des Vietnamkrieges experimentiert und 1969 ging die M203 in Dienst. An das Standardsturmgewehr, das M16A1, wurde ein Granatwerfer angebracht. Bei einer 5-Mann-Truppe wurde einer damit zusätzlich ausgerüstet. Wird der Knopf auf der linken Seite gedrückt, gleitet die Abschussvorrichtung nach vorne. Hier kommt die Granate rein. Oben ist der Verschluss. Der Abschuss erfolgt durch den Abzug. So wurden, wie übrigens noch heute, die Schützenteams ausgerüstet. Dieses Konzept wurde von Armeen auf der ganzen Welt kopiert. Der M203-Aufsatz verstärkt die Feuerkraft des einzelnen Infanteristen. Patrouillenboote setzen in Vietnam noch größere Granatwerfer ein, die bald auch von Bodentruppen verwendet werden. Der General Dynamics Mark 19 muss von 2 Mann bedient werden. Diese Waffe hat einen Patronengurt und kann große Mengen Granaten verschießen. Eine Art Maschinengewehr als Granatwerfer. Der Mark 19 besitzt außerordentlich große Feuerkraft. Die Waffe feuert 60 Mal in der Minute. Obwohl der Mark 19 von Soldaten transportiert werden kann, wird dieses System wegen seines Gewichts oft auf Fahrzeugen montiert. Doch selbst seine Feuerkraft reicht nicht aus, um Panzer zu stoppen. Während des Ersten Weltkriegs tauchen an der Front Panzer erstmals als übermächtige Gegner der Fußsoldaten auf. Mit dem Einsatz der ersten Mark IV Tanks am 15. September 1916 verändert sich die Kriegsführung radikal. Als die ersten Panzer auftauchten, hatte die Infanterie keine Waffen dagegen. Sie war machtlos. 1916 haben Panzer die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Darauf gab es keine Antwort. Soldat und Panzer werden zu Widersachern um die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld. Die Deutschen versuchen zunächst mit großen Kalibern gegen die Panzer vorzugehen. Die Deutschen hatten das erste Panzerabwehrgewehr. Sie bauten ihr reguläres Gewehr, das Modell 98, einfach in einem größeren Maßstab. Heraus kam eine sehr große Waffe mit Kaliber 50, das die Panzerung der ersten Tanks durchdringen konnte. Auch die Antipanzergewehre des Zweiten Weltkriegs haben durch ihr großes Kaliber einen entscheidenden Nachteil. Das Mündungsfeuer war entsetzlich und verriet die Position des Schützen. Und der Rückschlag war furchtbar.
wie ein Elefantengewehr hoch drei. Alliierte wie Achsenmächte setzten ähnliche Waffen gegen Panzer ein. Ihr Gewicht macht sie jedoch kaum brauchbar. Diese Waffe ist sehr schwer. Das sind fast 20 Kilo Gewicht. Für kleine Leute zu schwer zum Tragen. 1940 sind Gewehre wie die britische Boyes bereits veraltet. Die Wirkung von Kugeln gegen Panzer ist technologisch ausgereizt. Aus Angst vor einer deutschen Panzerinvasion experimentieren britische Wissenschaftler und Ingenieure an neuen Panzerabwehrgranaten. Heraus kommt eine zweifelhafte Erfindung, die Mark 74 Sticky Bomb, zu Deutsch klebrige Bombe. Diese Bombe soll die Panzerung angreifender Kettenfahrzeuge dadurch zerstören, dass sie im wahrsten Wortsinn an ihr kleben bleibt. Die Sticky Bomb ist eine der außergewöhnlichsten Erfindungen aus der Anfangszeit des Zweiten Weltkriegs. Sie wurde aus einem Behälter herausgebrochen, gegen einen Panzer geworfen und klebte fest. So zumindest die Theorie. In der Praxis begibt sich der Infanterist jedoch in Lebensgefahr. Die klebrige Bombe zu Fuß an einem Panzer anzubringen, erweist sich als reines Glücksspiel. Es war eine sehr gefährliche Waffe, denn sie hatte einen Zeitzünder. War der Stift gezogen, blieb nur wenig Zeit, bis sie explodierte. Wirklich gefährlich war Folgendes: Auspacken, Sicherungsstift ziehen, zum Werfen ausholen und dabei bleibt sie an einem selbst kleben. Der große Nachteil der Sticky Bomb war, dass sie geworfen wurde. Man musste also nah ans Ziel heran. Wird der Panzer durch Infanterie begleitet, verhindert die natürlich, dass jemand ungehindert eine Bombe werfen kann. Auch die Deutschen entwickeln eine Panzerabwehrwaffe, die Hafthohlladung. Wie bei den Briten besteht das größte Problem darin, nah genug an den Panzer heranzukommen, um die Ladung magnetisch zu befestigen. Abgesehen davon ist diese Waffe technologisch auf der Höhe der Zeit. Die Hafthohlladung bedient sich eines physikalischen Phänomens, das als Monroe-Effekt bekannt ist. Der Amerikaner Charles Monroe entdeckt im ausgehenden 19. Jahrhundert eine Möglichkeit, die Wirkung von Sprengstoff drastisch zu erhöhen. Bei Arbeiten in einem Navy-Torpedowerk in Rhode Island stellt er fest, dass Schießbaumwolle, in die Buchstaben hineingedrückt worden waren, bei einer Explosion diese Buchstaben auf Metall abbildet. Für die Waffentechnik bedeutet Monroes Entdeckung, dass ein Hohlraum in einer Explosivladung die Wirkung gegen Panzerungen verstärkt. Durch die Aushöhlung richtet sich die chemische Energie nach innen, auf einen Punkt im Zentrum. Der deutsche Egon Neumann entwickelt 22 Jahre später aus dieser Erkenntnis eine neue Technologie. Neumann war wahrscheinlich der Erste, der erkannte, dass sich aus der Beobachtung eine Anwendung machen lässt, nämlich ein Ziel aus Metall zu zerstören. Er verbesserte die Form eines Hohlraums, um die größte Wirkung zu erzielen. Neumanns Berechnungen machen den Weg für eine völlig neue Panzerabwehrwaffe frei. Es stellt sich heraus, dass ein kegelförmiger Hohlraum in einem Sprengstoff noch größeren Schaden anrichten kann. Im Zweiten Weltkrieg werden Neumanns Forschungen zur Waffe weiterentwickelt. Wird der Kegel mit einer dünnen Metallschicht ausgekleidet und explodiert die Ladung noch vor dem Ziel, sind die Folgen verheerend. Der Sprengstoff detoniert, seine chemische Energie verflüssigt die Einlage und schießt einen dünnen Strahl geschmolzenen Metalls durch die Panzerung des Ziels. Je größer der Durchmesser des Kegels, desto dickere Panzerung kann der glühend heiße Strahl durchdringen. Die Hohlladung revolutionierte die Panzerabwehrwaffen, denn sie hatte fürchterliche Durchschlagskraft. Sie war leicht und ein einzelner Mann konnte mit einem Raketenwerfer oder einer Einmalabschussvorrichtung die stärksten Panzer der Russen, Deutschen oder Alliierten zerstören. Ein Vergleichsversuch zeigt, warum kaum ein Panzer dieser Ladung standhalten konnte. Drei identische 45 Gramm Explosivladungen werden vorbereitet.
Eine ohne eine Aushöhlung, eine mit einem 60-Grad-Kegel und eine mit einem 60-Grad-Kegel, der mit Kupfer verkleidet ist. Ich vermute, diese wird durch die meisten Stahlplatten ein Loch bohren. Die Ladungen werden auf Beinen montiert und erhalten so den Abstand, damit sich auch der flüssige Metallstrahl bilden kann. 3, 2, 1. Mal sehen, was wir da haben. Auf dieser Entfernung zeigen sich bei den ersten beiden Zielen kaum Kratzer. Anders sieht es jedoch bei den 10 Stahlplatten unter der Hohlladung aus. Hier haben wir Platte 1. Man kann sehen, wo das Kupfer auftraf. In Platte 5 sehe ich ein Loch. Unglaublich! Es ist ganz bis nach unten durchgegangen. Es ist sogar ein Loch im Boden. Hier ist das Austrittsloch. In der letzten Platte. Das waren 10 cm Stahl. Die Infanterie besitzt mit dieser neuen Waffe erstmals die Möglichkeit, sich erfolgreich gegen Panzer zu wehren. Dabei hatte es schon zuvor Versuche gegeben, Hohlladungen in Gefechtsköpfen abzuschießen. Das britische PIAT-System ist eine Station auf diesem Weg. Entwickelt von Major Millis Jeffries, bleibt diese Panzerabwehrwaffe hinter den damaligen Erwartungen. Diese Monstrosität wurde PIAT genannt. Projector Infantry Anti-Tank. Ein Ladungswerfer, kein Mörser. Das Wichtigste ist eine kräftige Feder im Innern. Das hier ist die Führung. Die Feder soll die Granate nach vorne beschleunigen und dabei eine kleine Treibladung zünden. Deren Rückschlag befördert die Feder für den nächsten Schuss wieder in ihre Ausgangsposition. Die Sache hat aber einen Haken. Für den ersten Schuss muss die Feder von Hand gespannt werden. Zum Laden stellt man sich auf die Grundplatte, dreht und spannt. So ist die Waffe gespannt. Der Rückstoß war schlimm. Einige Veteranen sagen, allein fürs Abfeuern hätte es den Victoria Cross Orden geben sollen. Drückt sich der Schütze gegen den Rückstoß, kann diese Waffe Panzer vernichten, aber nur aus gefährlich naher Distanz. Die höchste Reichweite ist, obwohl das Visier 50, 100 und 150 Meter angibt, maximal 40 Meter. Und das mit viel Glück. Das Ding ist einfach fürchterlich. Einfach fürchterlich. Ich würde es nicht haben wollen. Es gibt andere Wege, eine Hohlladung gegen eine Panzerung zu schießen. Zum Beispiel mit einer Rakete. Raketen befördern den Gefechtskopf bei einer bekannten Waffe des Zweiten Weltkriegs. Der Bazooka. Mithilfe von Raketen als Treibladung werden Projektile auf eine so hohe Geschwindigkeit beschleunigt, dass Hohlladungen Panzer und Bunker brechend werden. Obwohl Raketen schon jahrhundertelang in der Kriegsführung eingesetzt werden, dauert es bis in die 1930er Jahre, bis sie zuverlässig funktionieren. Bereits vor Kriegseintritt testet die US Army auf einem Spezialgelände die Vereinbarkeit von Hohlladungen und Raketenantrieb. 1942 entsteht daraus die Bazooka, die ihren Namen einem ungewöhnlichen Umstand verdankt. Das ist die amerikanische Bazooka. Sie wurde nach dem Radiokomedian Bob Burns benannt, der ein Instrument besaß, das er Bazooka nannte. Eine Art Röhre, die genauso aussah. Also nannte die Truppe sie Bazooka. Zwei Mann bedienen die 6 cm Bazooka. Der erste schultert, zielt und feuert die Waffe ab. Der zweite belädt die Waffe mit ihrem Raketenprojektil. Er schließt die Kabel für die elektrische Zündung an. Und er gibt die Freigabe für den Schuss. Aus der Nähe gegen einen Panzer abgefeuert, ist die Bazooka verheerend.
Der neue Raketenwerfer wird nicht nur gegen Panzer, sondern auch gegen befestigte Anlagen und Bunker verwendet. Die Besucher ist gefürchtet,